Seit Jahren versucht Microsoft, den Microsoft Store auf Windows zu etablieren. Bisher war dieses ganze Unterfangen von Microsoft aber relativ erfolglos. In einem meiner älteren Videos findet ihr etwas zum Thema Winget. Das ist so eine alternative Möglichkeit, über ein offizielles Microsoft-Tool Software zu installieren. Damals hatte ich prophezeit, dass beide Welten wahrscheinlich ein bisschen verschmelzen werden. Und genau das ist auch jetzt passiert. Allerdings nicht in einer Form, die ich mir gewünscht hätte. Im Prinzip ist alles nur noch viel schlimmer geworden. Warum ich einen Microsoft Store eigentlich einen guten Ansatz finde und wie Microsoft den ganzen Ansatz völlig verkackt, das zeige ich euch nach dem Intro. Also erstmal ganz allgemein, was ist denn so ein Store? Na, so ein Store kennt ihr von eurem Android-Telefon oder von eurem Apple-Gerät. Dort gibt es einen App Store und hier kann ich dann Apps installieren und deinstallieren. Das hat den Vorteil, dass das Betriebssystem die Apps automatisch auf dem aktuellen Stand hält. Man kann auch Kommentare dort lesen von anderen Nutzern und dann damit entscheiden, ob man die App überhaupt installieren möchte. Bei Windows sieht das Ganze ein bisschen schlimmer aus. Hier muss ich auf irgendeine Webseite gehen, um eine Software runterzuladen. Das Ganze kann ziemlich hakelig werden, zum Beispiel beim VLC Media Player. Hier gibt es die Seite vlc.de und immer wenn ich nach VLC Media Player suche, wird mir die hier als erstes in den Suchergebnissen angezeigt. Tatsächlich ist das aber gar nicht die offizielle Seite des VLC Media Players, deshalb wird die bei mir im Netzwerk auch gleich geblockt, weil hier Werbesoftware zum Player heruntergeladen wird. Die echte Seite finde ich etwas niedriger hier in den Suchergebnissen, also weiter unten. Videolan.org ist die offizielle Seite. Hier kann ich mir mit Download VLC das Ganze runterladen und die Exe installieren. Problem bei der Sache ist, wie man schon gesehen hat, man muss immer auf der richtigen Webseite landen, man muss das Ganze installieren, sollte dann die Installationsdatei löschen, braucht man ja dann nicht mehr und man muss das Ganze immer manuell aktuell halten. Hier könnte eigentlich der Microsoft Store einspringen und alles automatisch machen. Das tut er aber in einer sehr abgespeckten Form nur und in einer Form, die ich so nicht empfehlen kann. Schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel vom VLC Media Player an. Also ich suche jetzt hier mal nach VLC. Dann bringt er mir schon zwei Suchergebnisse, VLC und VLC UWP. Woher soll ich als Nutzer denn jetzt wissen, was er mir damit sagen will? Beides ist hier als App gekennzeichnet, das eine heißt einfach nur noch UWP. Das UWP-Teil hier ist die Universal Windows Plattform, heißt das glaube ich, und diese VLC-App hier oben ist die Desktop-App, die ich eigentlich haben will. Gut, das kann ich erfahren, indem ich mal auf die UWP-App gehe und hier nach unten scrolle und scrolle und scrolle. Hier bekomme ich dann die Warnung, dass das eine abgespeckte Version ist. Ja, sehr nutzerfreundlich, das Ganze so hier abzubilden. Wir gehen aber mal in die normale VLC-App und versuchen die hierüber zu installieren. Ich klicke einmal auf Installieren. So, jetzt sagt er mir, das Ganze wäre installiert. Nervig ist hier, dass ich eine zusätzliche Meldung wegklicken muss. Muss ich in sonst keinem anderen App Store. So, und dann schauen wir mal hier. Also die App ist tatsächlich installiert. Okay, jetzt möchte ich die deinstallieren. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn hier gibt es keinen Deinstallieren-Button in dem App Store. Obwohl der da hätte locker sein können. Was muss ich also machen? Hier auf meinen Windows-Button, kann jetzt hier einen Rechtsklick machen und dann von hier aus deinstallieren. Oder alternativ, ich gehe auf meine Einstellungen, links finde ich dann hier Apps, dann gehe ich auf Apps und Features, suche hier nach VLC und deinstalliere das Ganze hier. Aber selbst die Deinstallation ist halt, wie man es von Windows kennt, auch immer mit Dialogen verbunden und das habe ich ja zum Beispiel bei Android gar nicht. Da klicke ich auf Deinstallieren und die App ist einfach weg. Hier muss ich mich wieder über einen Deinstallationsassistenten ärgern. Gut, dann haben wir das deinstalliert. Was passiert jetzt aber, wenn ich diese VLC UWP App installieren möchte? Versuchen wir es doch mal. Dann zwingt er mir ein Microsoft-Konto auf. Ich möchte meins nicht mit diesem Betriebssystem verbinden und werde deshalb das Ganze auch nicht installieren. So, also hier habe ich scheinbar diese UWP App, da möchte ich ein Konto haben, bei der anderen App nicht. Man kann jetzt natürlich viel darüber streiten, ob das sinnvoll ist, sich da anzumelden oder nicht. Ich persönlich finde, das ist nicht sinnvoll. Aber dass es halt bei manchen Apps macht und bei anderen Apps nicht, das sorgt einfach nur für Unsicherheit und Verwirrung. Also das ist einfach ja, die User Experience aus der Hölle irgendwie. Kommen wir aber mal zu einem anderen Thema und zwar zu Winget. Ich gebe jetzt mal Winget install VLC ein.
Wingate ist ja der kleine Bruder des Microsoft Stores. Damit kann ich nämlich auch genauso gut Programme installieren. Hier sehe ich jetzt aber, dass er den VLC Media Player in zwei Quellen findet. In seiner eigenen Wingate-Quelle und gleichzeitig im Store. Ja, keine Überraschung, das ist natürlich die, die wir auch genutzt haben vorhin. Und das meinte ich, es hat sich nicht zum Besseren entwickelt. Jetzt habe ich hier zwei verschiedene Quellen drin. Und Wingate ist durch diese Kommandozeilenoberfläche eh für viele Nutzer nicht zugänglich. Jetzt wird das Ganze noch verkompliziert, indem ich jetzt hier eine Quelle auswählen muss und ich eigentlich mit einem großen Fragezeichen davor stehe und mir überlegen muss, welche nehme ich denn jetzt, welche Nach- und Vorteile hat das. Das kann ich euch auch im Detail gar nicht beantworten, denn wenn ich jetzt hier im Microsoft Store die installiere aus der Quelle, dann macht er auch nichts anderes, als was er mit der Wingate-Quelle macht. Aber die Frage ist ja dann, updatet er die dann regelmäßig oder hat er einfach nur eine andere Quelle benutzt? Ich habe keine Ahnung, ich nehme dann immer hier hinten Source und Wingate und dann nimmt er eben immer die Wingate Source und ich muss mir über diesen Microsoft Store hier keine Gedanken machen. Also ja, man hat hier natürlich eine zusätzliche Quelle, was ja erstmal gut ist, aber das ist mir jetzt so oft schon passiert, dass er jedes Mal fragt, welche Quelle er nutzen soll, dass es eher nervt als wirklich hilft. Ich rufe jetzt deshalb meine ganzen Befehle immer mit Source Wingate auf und damit wird diese Frage einfach nicht mehr gestellt. Dann noch was zu den Updates. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der alle Apps updatet regelmäßig, zum Beispiel auch den VLC Media Player, weil er ja Apps unterschiedlich behandelt, wie wir vorhin gesehen haben. Es gibt ja hier die App-Einstellungen und hier kann ich App-Updates aktivieren. Im Prinzip ist das sinnvoll, allein schon wegen der ganzen Sicherheitslücken, die mit Updates immer wieder gepatcht werden. Richtig gut geklappt hat das bei mir aber nicht wirklich. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist jetzt schon einige Zeit her. Ich habe mir die Age of Empires 2 Definitive Edition mal geholt. Da hatte ich einige Probleme, was die Updates anging. Es war schon längst ein Update raus, der Store hat das aber nicht im Hintergrund gemacht. Und als ich das Spiel starten wollte, wollte der nicht starten, weil es gibt ja ein Update. Das Update selbst hat er aber auch nicht ausgeführt. Ich war also in einem Deadlock gefangen und musste ein paar Mal neu starten und das Ganze dann manuell zum Laufen bringen. Das ist genau das Gegenteil, was ich halt von so einem automatisierten Store eigentlich erwarte. Also hier hat sich nichts zum Besseren getan, eher zum Schlechteren, einfach dadurch, dass jetzt diese Quellen so vermischt werden und dass für mich als Nutzer am Ende nicht transparent ist, was da genau passiert. Ich danke dir fürs Zuschauen und würde mich jetzt mal in den Kommentaren über deine Erfahrungen mit dem Microsoft Store freuen. Vielleicht bin ich hier auch der Geisterfahrer und bei euch klappt das alles, bei mir hat das nie so wirklich gut geklappt.